Rüdiger Rehm sollte dem Waldhof wieder zu mehr Leichtigkeit verhelfen. Doch nach nur einem halben Jahr ist seine Zeit als Trainer der Mannheimer schon wieder vorbei. Denn der SVW ist nach 23 Ligaspielen in akuter Abstiegsgefahr. Überraschend ist der Zeitpunkt der Freistellung dennoch. Ende vergangenen Jahres, nach 11 Pflichtspielen ohne Sieg, haben die Verantwortlichen noch an Trainer Rüdiger Rehm festgehalten. Jetzt, 5 Tage nach dem wichtigen Dreier in Halle, bei einem direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, ist also Schluss für Rehm. Dabei galt der Sieg noch als vermeintlicher Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Überraschend ist dabei auch, dass Sportdirektor Tim Schork in der Pressemitteilung des Vereins weder erwähnt noch zitiert wird. Die sportliche Situation sei durch den Aufsichtsrat als handlungsbefugtes Organ neu bewertet worden. Überrascht sind auch die Waldhof-Fans über den Trainerwechsel. Das kam sehr unerwartet. Viel Erfolg dem neuen Coach. Naja, wenn man in Halle war und die Trainerrausrufe mitbekommen hat, war es irgendwie abzusehen. Aber auch irgendwie komisch nach einem 4-1-Auswärtssieg. Viel Glück, Marco Antwerpen. Danke an Rehm, es hat leider nicht gepasst. Ich begrüße Marco Antwerpen und hoffe, dass er das Team in eine erfolgreiche Zukunft führt. Ansonsten bin ich leicht geschockt. Marco Antwerpen war seit Mai 2022 ohne Trainerjob. Brisant, zuletzt coachte er den großen Rivalen aus der Pfalz. Damit holt der Waldhof schon den zweiten Hoffnungsträger mit Lautern Vergangenheit. Erst also Terence Boyd und jetzt Trainer Marco Antwerpen. Der neue Übungsleiter kennt sich mit Abstiegskampf in der dritten Liga aus. 2021 hat er den FCK in der Klasse gehalten. Antwerpen gilt als ein Trainer, der auf eine stabile Defensive Wert legt. Und vorne soll es dann Terence Boyd richten. Mit diesem Prinzip waren beide schon mit dem ersten FC Kaiserslautern erfolgreich. Das soll jetzt auch mit dem SVW gelingen, damit die Mannheimer auch kommende Spielzeit noch drittklassig sind. Unterstützung gibt es jetzt auch noch von Martin Kobylanski und Lukas Klünter. Beide Spieler hat der Waldhof am heutigen Deadline Day verpflichtet.